Abend in drei Teile eingeteilt. Wir hören zuerst etwas über den Psalter als solchen, machen dann eine Pause, die erklären wir dann, wo jeder nachdenken darf. Und dann blicken wir noch mal ganz tief hinein in den Psalter. Ich übergebe jetzt einfach an dich, Franz, das Wort. Wir freuen uns, mit dir diesen Abend zu leben und zu gehen. Ja, ganz vielen herzlichen Dank, Wilfried, für die schöne Einführung. Bernhard, ich glaube, dass nicht so sehr ich, sondern die Psalmen führen die Menschen zusammen. Das sind so wunderbare, wunderbare Gebete. Auf der Homepage stand der Satz, was die Luft für die Lunge, das ist das Gebet für die Seele. Und das große Anliegen ist es ja, dass das Gebet nicht nur irgendetwas ist, sondern dass das ganze Leben hineinmündet in ein großes Gespräch mit Gott. Und ich meine, dass die Psalmen hier ganz besonders Prima. geeignet Prima. sind hierfür. Wir hören die PowerPoint-Präsentation, die müsste zur Verfügung sein. Ja, ist sie? Soll ich sie schon einblenden? Gut. Moment. Ja, das ist der Titel, die Überschrift über den heutigen Abend, damit das ganze Leben Gebet wird, einige Impulse aus den Psalmen. Und wir kommen dann gleich zum ersten Punkt, der Psalter als Lebenspunkt, als Lebensbuch. Sehen? Die Ja, Psalmen haben eine lange ja. Geschichte. Seit Ja. über 2 Jahrtausenden werden sie gebetet, zu allen Tag- und Nachtzeiten und auf der ganzen Erde gebetet und gesungen. Aber schon lange bevor wir Christen diese Gebete gesprochen haben, haben unsere jüdischen älteren Brüder und Schwestern diese Psalmen gelebt und gebetet, um in den Kämpfen des Lebens Halt zu finden, Hoffnung zu finden bei dem, an dem sich die Psalmen wenden, oft mit ihrer ganz leidenschaftlichen Sprache, an den Gott des Lebens und an den Gott der Hoffnung. Zur Zeit Jesu dienten die Psalmen nicht in erster Linie als Gebetsbuch für die Tempelliturgie, sie hatten auch dort ihren Platz. Im Gegensatz zur Tora, die vor allem die Priester vorgetragen haben, beherrschten viele Juden zur Zeit Jesu einen Großteil der Psalmen auswendig. Die Bücher Mose wurden vor allem für den Tempel und waren vor allem für den Tempel und die Feiertage bestimmt. Die Psalmen bestimmten die Alltagsreligiosität. Sie spiegeln die Volksfrömmigkeit des frühen Judentums wider. Das heißt, die Psalmen waren im Alltag des Judentums die wichtigsten religiösen Texte und zugleich waren sie hingeordnet auf die Tora, auf die 5 Bücher Mose. Durch die Psalmen wird das Gesetz des Mose, werden die Bücher des Mose zugänglich gemacht und erschlossen. Die Psalmen waren sozusagen ein Gebetsbuch, eine spirituelle Anleitung zum Leben aus der Tora. Wir können also davon ausgehen, dass Jesus, dass Maria, die Apostel und die Frauen und Männer in der Nachfolge Jesu und auch die Hörerschaft mit diesen Gebeten Israels vertraut gewesen sind. Kein alttestamentliches Buch wird so häufig im Neuen Testament zitiert wie die Psalmen. Das heißt, auch die Adressaten der neutestamentlichen Schriften werden die Psalmen gekannt haben, zumindest die Judenchristen. Wie das dann bei den Heidenchristen war, ist noch mal eine andere Frage. Dietrich Bonhoeffer hat den Psalter als das Gebetbuch Jesu bezeichnet. In der Tat wird uns Jesus in der Schrift auch als Psalmenbeter vorgestellt. Wir alle kennen die letzten Worte Jesu nach Matthäus und Markus, ein Zitat aus Psalm 22, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Oder bei Lukas, Psalm 31, in deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Für Juden wie für Christen waren und sind die Psalmen mehr als nur ein Lesebuch. Der Psalter ist ein Lebensbuch. Ein Lebensbuch,
der das eigene Leben mit Gott ins Gespräch bringen will. Das ganze Leben will Gebet werden. Und das Gebet will nicht irgendetwas beten, das Gebet will das Leben beten. Der große Gelehrte Origenes von 185 bis 253, 54, wohl einer der produktivsten Gelehrten des christlichen Altertums und ein führender Schrifttheologe und Bibelausleger, der große Origenes unterscheidet in einer Schrift De Oratione über das Gebet zwischen großem und kleinem Gebet. Und das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie. Dabei nimmt Origenes Bezug auf 1 Thessaloniker 5, 17, betet ohne Unterlass. Und jetzt die nächste Folie bringt nun dieses Zitat aus Origenes. Nur so können wir das Gebot betet ohne Unterlass als ausführbar verstehen, wenn man das ganze Leben des Frommen als ein einziges zusammenhängendes großes Gebet erkennt. Ein Teil dieses großen Gebetes ist auch das, was man gewöhnlich Gebet nennt, welches nicht seltener als dreimal täglich verrichtet werden muss. Also die besonderen Gebetszeiten, das wäre das kleine Gebet, aber das große Gebet, das ist sozusagen das ganze Leben, das in Beziehung zu Gott treten will. Das Psalmenbuch mit seinen 150 Psalmen ist über einen längeren Zeitraum hin entstanden. Die Erfahrungen von Jahrhunderten haben sich in diesen uralten Gebeten niedergeschlagen. Dieser Wachstumsgeschichte, so interessant sie wäre, können wir hier nicht nachgehen. Hier geht es um den Psalter in seiner vorliegenden Endgestalt und um einige beispielhafte Texte aus dem Psalter. Nächster Punkt, zweitens der Psalter, die nächste Folie und seine Architektur. Ich gebrauche gerne das Bild des Raumes. Beten ist Eintreten in einen Beziehungsraum oder einen religiösen Text lesen heißt, einen Text bewohnen, in eine Textlandschaft eintreten. Und der Psalter ist für mich so etwas wie ein Gebetsraum, ein Beziehungsraum, in den ich eintreten darf. Der erste Unterpunkt 2.1 auf der nächsten Folie, der Psalter als Fünfbuch. In der uns vorliegenden Gestalt zeigt der Psalter eine auffällige Architektur. Wie die Architektur eines Gebäudes, etwa einer Kirche, sehr viel über die Botschaft des Raumes sagt, so verhält es sich auch mit dem Psalter. Dieser ist durch fünf Doxologien in insgesamt fünf Bücher gegliedert. Ich weiß, dass das für viele von euch eine Wiederholung ist, aber manche sind nicht so vertraut und haben nicht Theologie studiert, dann mag das sehr hilfreich sein. Durch diese fünf Doxologien wird der Psalter in fünf Bücher gegliedert. Die Doxologie am Ende vom Psalm 41, Vers 14, beschließt das erste Psalmenbuch mit dem Lobpreis: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Dieser Lobpreis mit dem zweifachen Amen dient eindeutig als Schlusssignal. Ähnlich im Psalm 72, Vers 18 und 19. Dieser messianische Psalm endet mit den Worten: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, er allein tut Wunder. Gepriesen sei der Name seiner Herrlichkeit auf ewig, die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen, ja, Amen. Und dann folgt noch ein Vers 20. Zu Ende sind die Bittgebete Davids, des Sohnes Isais. Das heißt, über den Lobpreis und das doppelte Amen hinaus wird ausdrücklich auf das Ende der Bittgebete Davids, des Sohnes Isais, hingewiesen. Und damit ist das zweite Psalmenbuch, die Psalmen 42 bis 72, abgeschlossen. Sieht man nun die weiteren drei Doxologien im Psalm 89, 53, 106, 48 und im Psalm 145, die Verse 1 bis 2 und Vers 21 mit dazu, dann präsentiert sich der Psalter als ein Fünfbuch. Ein Buch, das aus fünf Büchern, kleineren Büchern besteht und das durch die Psalmen 1 und 2 eingeführt, eröffnet wird und in den letzten fünf Psalmen, 146 bis 150,
dem sogenannten Schlusshallel, seinen Abschluss findet. Nächste Folie. Diese Architektur des Psalters ließe sich vergleichen mit den großen Basiliken von Rom oder andernorts. Wer sich zum Beispiel der Basilika St. Peter nähert in Rom, der wird nach den Treppen in der Vorhalle empfangen. Und durch die Vorhalle tritt er ein in die fünfschiffige Basilika. Die Psalmen 1 und 2 als Vorhalle des Psalters empfangen die Beterinnen und Beter ganz warmherzig mit einem Glückwunsch. Ashrei ha'ish asher lo halach bo atzat Rishayim. Glückselig der Mensch. Die Seligpreisung am Anfang von Psalm 1 und eine zweite am Ende von Psalm 2 bringen eine doppelte Botschaft zu Gehör. Der erste Psalm, Psalm 1, lädt dazu ein, das Leben nach dem Willen Gottes auszurichten. Freude haben an der Weisung des Herrn. Und der Psalm 2 verweist auf das Handeln des Messias-Königs. Gott, der Zionsgott, beauftragt den König, dem Chaos der Völkerwelt, die von Gewalt und Krieg heimgesucht ist, Einhalt zu gebieten und ihr eine Lebensordnung zu geben. Das heißt, Beter und Beterinnen des Psalters werden sensibilisiert für den Willen Gottes, Psalm 1, und für das Handeln des Messias. Und so betreten sie dann den Gebetsraum des Psalters, der gleich den fünf Schiffen der Basilika aus den oben erwähnten fünf Büchern besteht. Die meisten dieser Gebete entstammen der harten Alltagserfahrung. Es sind zum großen Teil Klagen und Bittgebete. Und dennoch mündet jedes dieser fünf Bücher ein in einen Lobpreis, in eine Doxologie. Dieser auffällige Befund bedeutet, der Weg des Gebetes führt aus der oft leidvoll erlebten Alltagswelt, die betend vor Gott gebracht wird, hin zum Lobpreis. Die Psalmen beten ist somit ein vitaler Prozess der Transformation. Aus dem Ringen des Alltags will er hinüberführen in einen Lobpreis Gottes. Diese Dynamik von der Klage hin zum Lobpreis wird noch verstärkt durch die Schlussdoxologie, die letzten fünf Psalmen 146 bis 150. Jeder dieser fünf Psalmen ist mit dem Ruf Halleluja gerahmt. Und so mündet das Psalmenbeten ein in ein großes zehnfaches Halleluja durch die fünf Psalmen des Schlusshallel. Und dieses zehnfache Halleluja preist den Herrn, verweist auf die 10 Weisungen vom Sinai, den Dekalog, und noch weiter zurück auf die Schöpfungsworte, die 10 Schöpfungsworte im Buch Genesis 1. Das heißt, das Psalmenbeten weitet den Horizont. Psalmenbeten geschieht im Horizont der gesamten Schöpfung und der dramatischen Weggeschichte Israels, des Gottesvolkes in der Welt. Nächste Folie, 2, 3, die fünf Bücher der Psalmen und die fünf Bücher Mose und der Tanach. Die auffällige Gestaltung des Psalters in fünf Bücher nimmt ausdrücklich auf den Pentateuch, also auf die fünf Bücher Mose Bezug. Die fünf Bücher Mose beschreiben vorwiegend das Handeln Gottes am Gottesvolk, das Handeln Gottes in der Geschichte und auch die Formung des Gottesvolkes und auch das Handeln Gottes in der Schöpfung, ganz zu Beginn die Schöpfungstexte. Während sich die Tora, also die fünf Bücher Mose, schwerpunktmäßig, nicht ausschließlich, aber schwerpunktmäßig auf das Handeln Gottes an seinem Volk konzentriert, legen die fünf Bücher der Psalmen den Schwerpunkt auf die Antwort Israels, wie der bekannte evangelische Alttestamentler Gerhard von Rath einmal formuliert hat. Wie gesagt, nicht ausschließlich, aber schwerpunktmäßig. Die Tora, das Handeln Gottes an der Schöpfung und an seinem Volk, die Psalmen, die Antwort Israels. Die Psalmen sind die Antwort Israels auf das vorausgehende Handeln Gottes, nicht nur in der großen Geschichte des Gottesvolkes, sondern auch im Leben des einzelnen Gläubigen. Was heißt das? Das heißt,
Die Psalmen zu beten bedeutet eintreten in einen Beziehungsraum, in einen Gesprächsraum, der die Generationen übergreift und sie zugleich in einer großen Gebetsgemeinschaft miteinander verbindet. Der Gott der Bibel führt keinen Monolog. Er ist kein stummer Gott, sondern er spricht. Er spricht hinein in die Welt der Menschen. Er sucht in Dialog zu treten mit den Beterinnen und Betern über die Generationen hin. Und er lädt dazu ein, ihm Antwort zu geben, Antwort zu sein und verbindet so die Gebetsgemeinschaft zu einem großen, die Räume und die Zeiten übergreifenden Weggemeinschaft und Schicksalsgemeinschaft. Das ist für mich immer etwas sehr Kostbares, wenn ich die Psalmen bete, etwa beim Breviergebet, mir bewusst zu machen, du trittst jetzt ein in einen Gebetsraum, in einen Gesprächsraum, der die Generationen und die Völker übergreift. Und das hilft mir sehr, mich zu sammeln und hellhörig und wachsam zu sein. Ich weise noch kurz auf einen anderen Aspekt hin. Hier die nächste Folie oder der nächste Punkt dazu. Der Psalter und das Buch Josua. Ich sagte eben, der Psalter als Fünfbuch greift zurück auf die fünf Bücher des Mose, auf die Tora. Aber der Psalter schlägt auch eine Brücke zum Buch Josua. Und jetzt bitte nochmal auf die Folie. Das Buch Josua, das im Tanach, im hebräischen Alten Testament, zu den Propheten gehört. Und die nächste Folie in der Geschichte in der christlichen Tradition der Septuaginta zu den Geschichtsbüchern gehört. Das heißt, der Psalter verbindet sozusagen nicht nur sich mit der Tora, den fünf Büchern Moses, sondern auch mit den Prophetenschriften und den Geschichtsbüchern. Das ist sehr deutlich, wenn wir den Anfang vom Psalm 1 in Verbindung sehen zum Buch Josua. Zurück nochmal bitte, zurück. Nee, jetzt ist schon richtig, der Text, den wir eben hatten. Psalm 1, Vers 2 und 3. Selig der Mann, der Freude hat an der Weisung des Herrn. In seiner Weisung murmelt bei Tag und bei Nacht. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. So im Psalm 1. Und der Beginn des Josua-Buches wird ausdrücklich aufgegriffen vom Psalm 1. Psalm 1 ist später, er greift zurück auf das Buch Josua. Nie fehle dieses Buch der Weisung bei deinen Reden, murmle darin bei Tag und bei Nacht, dann gelingen dir deine Unternehmungen. Also der Psalter verbindet sozusagen, es verbindet sich mit den Geschichtsbüchern, den Prophetenbüchern und auch mit den fünf Büchern Mose. Er stellt sozusagen eine Verbindung innerhalb des gesamten Alten Testamentes und dann auch mit dem Neuen Testament her. Nächste Folie. Das ist bereits zur Sprache gekommen, was ich jetzt andeuten möchte. Der Psalter ist eine Einladung an das Gottesvolk zu antworten. So zu antworten, dass die Antwort wirklich aus dem Leben kommt, dass das Leben mitkommt. Diese Antwort der Beterinnen und Beter, die in den Psalmen vernehmbar wird, umfasst das ganze Leben. Und das heißt, Siege und Niederlagen, Hoffnungen, Enttäuschungen, Zeiten des Aufbruchs, des Neubeginns voller Begeisterung, aber auch Zeiten des Zusammenbruches, der Krise, in denen jegliche Hoffnung verschwunden ist. Das Gebet wird dann zum Hilfeschrei an einen Gott, der sein Gesicht verborgen hat, wie es scheint. Dieser Gott wird in seiner erfahrenen Abwesenheit angerufen. Wie lange noch, o Herr, verbirgst du dein Gesicht vor mir? Klagt Psalm 13. Wo Feinde das Leben der Beterinnen und Beter gefährden oder Gewalt und Intrige um sich greifen und ganze Existenzen zu vernichten drohen, da wird der Psalm zur flehenden Bitte, der Gott des Lebens möge doch dem Treiben der Frevler ein Ende bereiten, damit die Unterdrückten wieder leben und aufleben können. Als David sich in schwere Schuld verstrickt, wird sein Psalm zum Bußgebet mit der Bitte um Vergebung und Erneuerung, die Gott selbst als der Barmherzige schenken muss. Den Neuanfang muss Gott schenken. Und dort, wo Befreiung, Rettung und Heil geschieht, da
formt sich das Gebet zum Dank und wird zum Lobpreis, der nicht verstummen will. Und die Glaubensgemeinschaft wird hineingenommen in diese Danksagung dem Gott gegenüber, der rettend und befreiend an den Menschen handeln. Das heißt, die Psalmen laden dazu ein, nicht nur Gebete zu sprechen, also etwas Frommes zu tun, sondern die Psalmen laden dazu ein, das ganze Leben, mein Leben, so wie es ist, der Stoff, der mein Leben prägt, sprechen zu lassen. Alles, was der Stoff meines Lebens ist, will Gebet werden, denn das ganze Leben, die schweren und die leichten, die schönen und die harten Zeiten, die guten und die bösen Tagen, das ganze Leben, mein ganzes Leben ist kostbar in den Augen Gottes. Ich habe dazu zwei Texte beispielhaft angeführt. Der erste ist von Werner Sprenger, Es gibt einen Weg. Und der zweite auf der Folie von Klaus Hämmerle aus seinem Buch Den Ruf finden und die Antwort finden. Die beiden Texte sind jetzt auf den nächsten Folien, die ich ganz kurz mit Ihnen ansehen möchte. Von Werner Sprenger, ein sehr schöner Text, der mir ans Herz gewachsen ist, weil er zum Ausdruck bringt, jeder geht seinen ganz persönlichen Weg mit Gott. Oder das Gebet ermutigt mich dazu, meinen ganz persönlichen eigenen Weg zu gehen. Kein Gebet gleich dem Gebet des anderen. Es gibt einen Weg, den keiner geht, wenn du ihn nicht gehst. Wege entstehen, indem wir sie gehen. Die vielen zugewachsenen, wartenden Wege von ungelebten Leben überwuchert. Es gibt einen Weg, den keiner geht, wenn du ihn nicht gehst. Es gibt deinen Weg, einen Weg, der entsteht, wenn du ihn gehst. Da kommt so schön zum Ausdruck, dass jeder im Gebet oder dass jeder eingeladen ist, ganz ein Original zu sein und den ganz eigenen Weg zu gehen. Und der Aspekt des Rufes und der Antwort, der kommt sehr schön zum Ausdruck in diesem Text von Klaus Hämmerle, der sich auf der nächsten Folie findet. Da schreibt Klaus Hämmerle in seinem, in dem sehr lesenswerten Buch Gerufen und verschenkt, du bist nicht nur ein Knäuel von Zufälligkeiten. Du bist nicht nur der zu diesem oder jenem Leben Verurteilte. Du bist nicht nur glücklich unter der Bedingung, dass du dies oder jenes um jeden Preis erreichst. Nein, du bist gerufen, gewollt, geliebt. Und wo das bei dir ankommt, da wirst du frei. Denn frei sein heißt, frei sein zu antworten, den Ruf finden und die Antwort finden. Das heißt, die Freiheit finden. Das heißt, sein eigenes Menschsein finden. In diesem Sinne möchten die Psalmen wirklich provozieren zu antworten, um sein Menschsein, das eigene Menschsein zu entfalten in Freiheit. Auf der nächsten Folie möchte ich ein paar und damit auch überleiten zu unserer Pause der Reflexion, die Wilfried Hagemann schon angedeutet hat. Ich möchte einfach einige Psalmenworte, die für mich persönlich zum Beispiel sehr wichtig geworden sind. Es gibt in der geistlichen Begleitung den Ratschlag, gib deiner Seele ein Wort. Man kann nicht einen ganzen Psalm mit in den Tag nehmen, aber ein Bild aus dem Psalm, ein Wort aus dem Psalm, ein Wort aus dem Evangelium oder aus einem anderen Text, das die Seele nährt. Gib deiner Seele ein Wort. Und so könnte man zum Beispiel auch verschiedene Psalmen mit hernehmen. Zum Beispiel dieses Wort, mein ganzes Glück bist du allein. Das ein Wort hat, das hat mich so viele Jahre begleitet. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich Dekan war und als die Gefahr bestand, dass die Fakultät in Augsburg aufgelöst wurde. Da waren oft so viele ungelöste Probleme in meinem Kopf und überall um mich herum, dass dieses Wort mich oft gerettet hat. Worum geht es? Mein ganzes Glück bist du allein, nicht die Fakultät, nicht. Mein ganzes Glück bist du allein. Und dieses Wort hat mir geholfen, Abstand zu nehmen und mich zu konzentrieren, das, was der Grund meines Lebens ist und das, woraufhin ich leben will. Und dann war es wieder möglich,
auf die Fragen zuzugehen und mit einer größeren Gelassenheit und mit einem größeren Frieden die Dinge anzugehen. Oder dann dieses Wort aus Psalm 18, das nächste: Du Herr, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis hell. Wenn er da ist, dann weiß ich, ich tappe im Finstern, aber ich werde weitergehen und kann vertrauend weitergehen, denn du machst meine Finsternis hell. Das nächste Wort ist sehr bekannt, das ist einfach, weil es ein Gebet Jesu ist und mir Jesus als Psalmenbeter sehr am Herzen liegt. Deswegen ist dieses Wort natürlich sehr kostbar. Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, wozu eigentlich wörtlich? Wozu? Zu welchem Sinn? Welchen Sinn macht es? Wozu hast du mich verlassen? Und gleich dahinter der Psalm 23, der Psalm 23, der bekannte Hirtenpsalm, der im Vers 4 so eindrucksvoll und ausdrucksstark formuliert: Auch wenn ich gehe im finstern Tal, und das hebräische Wort Zalmut, finsteres Tal, das ist etwas, wo man nicht leben kann, wo es praktisch nur Tod gibt. Die griechische Übersetzung gibt das wieder: Auch wenn ich gehe im Schatten des Todes, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Und das ist diese kraftvolle Botschaft der Psalmen, die sagen: Er ist bei dir und mit ihm wird der Weg gangbar sein. Dann ein sehr schönes Wort ist auch bei Psalm 36. Ich erinnere mich, vor Jahren habe ich einmal Exerzitien angehört, die Wilfried Hagemann im Radio Vatikan gehalten hat. Und da sprach er von den Quellen des Lebens und hat über die Quelle nachgedacht. Gott ist ein wunderbares Bild, die Quelle ist ein wunderbares Bild für Gott. Eine Quelle gibt unermüdlich, sie gibt, sie gibt, sie gibt. Gott ist wie eine Quelle. Bei dir ist die Quelle des Lebens, Leben, das fließt, das er großzügig schenkt. Oder der nächste Psalm, der immer in der ersten Woche auch gebetet wird, der Psalm will die Sehnsucht wecken. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Psalmen beten weckt die Sehnsucht, die oft verdeckt ist, aber die Sehnsucht, die aufbrechen lässt, die hinausführt über Sachzwänge und über bestimmte Kategorien, die Sehnsucht nach mehr. Oder noch schließlich der Psalm 126, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Vielleicht, weil ich aus der Landwirtschaft komme und als Bub oft um 4 Uhr in der Früh manchmal schon aufstehen musste und so weiter, wenn es die Erntezeit war. Von daher bedeutet mir der Psalm sehr viel. Ja, so viel zu diesen ganz knapp zu Psalmen, die für mich bedeutsam geworden sind. Nächste Folie. Diese Psalmen, die das Leben prägen, wollen auch Worte sein, die das Leben verändern, weiten, öffnen auf Größeres hin. Und deswegen, so die nächsten Folie, da wird jetzt Wilfried Hagemann dazu etwas sagen, sind Sie eingeladen, auch über Ihr eigenes Psalmenwort oder einen Lieblingspsalm nachzudenken und dabei auf dieses Bild schauen von Max Beckmann zur Offenbarung des Johannes: Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich gebe jetzt das Wort zurück an Wilfried Hagemann. Danke, Franz. Ich meine, das wird ganz viel mit. Bin sehr froh. Ich glaube, das geht vielen bei uns jetzt so. Wir sollen jetzt reinhören in uns. Gibt es ein Psalmenwort, das mich getroffen hat, das mitgeht durch mein Leben? Wir haben so 3, 4 Minuten. Und dann wollen wir darüber austauschen. Welches Wort begleitet mich?
So, noch 30 Sekunden und dann sind wir alle gespannt aufeinander. Und da bitte ich auch den Bernd wieder mitzunehmen. Gebe das Handzeichen, dass er auch unten anzugeben ist. Dass man ein Handzeichen gibt. Zum Beispiel so. Büffelt meint den Button unten in der Leiste Hand heben. Was Gott, ich bin, darf ich schon was sagen? Ja, Ja? eigentlich sollte Bernd dich aufrufen, aber gerne Gertraude. Ich? Ja, aus dem Psalm 23. Du bist bei mir. Das ist für mich sehr tröstlich. Gut, wenn ich ausrufen soll, dann rufe ich jetzt den Heinrich Wernsmann auf. Gerne. Also ich nehme aus dem Psalm 16 nochmal auf, da komme ich ja, lieber Franz, ich komme ja auch von der Landwirtschaft und da heißt es dann im Mittendrin, auf liebliches Land fiel meine Meschnur, mein Erbteil gefällt mir gut. Und da bin ich wirklich dabei, mein Erbteil, so wie ich es erlebt habe, oder ich habe jetzt zu Weihnachten einigen geschrieben, ich danke dir, Ewiger, für mein farbiges Leben. Mein Erbteil gefällt mir gut. Dann das Priesterhaus Ottmaring. Ich weiß nicht, welcher Psalm das ist, aber muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dieser Psalm. Das ist Psalm 23. Hans Schulte. Ja, hallo, ich bin der Stefan, nicht der Franz, aber ich möchte mich gerne melden. Bei mir ist es der Psalm 104, die Nummer 33. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Das ist eine Zeile, die ich mal beim Night Fever zufällig gezogen habe. Und die passt zu mir sehr gut, weil ich ein Sänger bin und der Gesang bei mir sehr wichtig ist. Und das ist ein Satz aus dem Psalm, der mir im Übrigen auch sehr gut gefällt, der mich sehr anspricht, ja, der mich hoffentlich mein ganzes Leben lang begleiten wird. Gottlob Hess. Ja, ich habe in Erinnerung den Psalm 46, denn wie Nürnberg bombardiert wurde in einer Nacht, da habe ich ja, das habe ich schon miterlebt, nachdem ich im Jahr 36 geboren wurde. Da kam unser Großvater zu uns ins Schlafzimmer. Wir waren alle voller Furcht, weil wir durch die Fenster nach Nürnberg sahen und es war ein schrecklicher Krach und ein Poltern, der. Und dann kamen so eine Art Christbäume von oben runter, die wurden von den Flugzeugen aus abgeworfen, weil damit man sieht, wo die Bomben hinfallen müssen. Und Nürnberg wurde ja sehr zerbombt.
Und da hat mein Großvater mit uns den Psalm 46 gebetet, den werde ich nie vergessen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, wo die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Das hat uns Kinder, ich war der Älteste, so ungefähr vielleicht 8, 9 Jahre alt, das hat uns sehr getröstet. Dankeschön, Gottlob. Dann haben wir jetzt die Margret. Ja, ich trage schon seit über 15 Jahren den Psalm 145, Vers 2 mit mir. Also gut, der erste und dritte Vers sind auch wichtig, aber man kann sich ja immer nicht so viel merken auf einmal. Da geht es also um das Lob Gottes. Und der Vers heißt, jeden Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben auf immer und ewig. Das ist entstanden, als ich in einer schwierigen Situation war, als mein Mann sehr krank war und ich dachte, ich würde jetzt innerhalb dieses einen Tages eine Witwe mit 5 Kindern und ich habe in einer Uniklinik vor dem Operationssaal gesessen und habe von diesen 10 Stunden gefühlte 7 Stunden durchgehend Psalmen gebetet. Und ich bin immer wieder auf diesen gestoßen, weil in mir das Vertrauen gewachsen ist. Dadurch, dass ich das immer wieder gesagt habe zu ihm, ich will dich loben und preisen, ist in mir die Gewissheit gewachsen, dass er machtvoll ist und dass ich nicht meine Sorgen und Probleme groß machen will, sondern von seiner Güte und seiner Treue singen will. Und das geht mir oft so, wenn es jetzt mal irgendwie schwierig ist. Ich weiß auch noch, in der Corona-Zeit habe ich mich oft morgens in die leere Kirche gesetzt und habe Lobpreis, entweder Psalmen, aber auch Lieder gesungen. Die habe ich mir manchmal am Handy angemacht und habe Gott einfach gelobt, weil er größer ist als diese ganzen Dinge, die uns Menschen manchmal so klein machen wollen und so voller Angst sein lassen können. Und ich habe immer sofort gespürt, dass er darüber steht. Also ich habe auch seine Gegenwart im Lobpreis gespürt. Und in diesem Vers ganz besonders. Danke. Dankeschön, Margret. Dann haben wir noch 4 Meldungen. Ich denke, Franz, dass die noch in der Zeit hineinpassen. Kommt als erster der Johannes, hat sich schon lange gemeldet. Also mich begleitet seit vielen Jahren ein Wort aus dem Johannesevangelium, ein ganz interessanter Psalm, nämlich, wer mich liebt, dem werde ich mich offenbaren. Das hat für meine Geschichte eine große Bedeutung. Und im Laufe der Jahre ist daraus geworden, auf Jesus in der Mitte hin, in der Mitte der Seinen. Wer mich liebt, dem werde ich mich offenbaren. Und als allein lebender Priester tue ich mich zugegebenermaßen sehr schwer mit dem Stundengebet, das ich mal versprochen habe. Aber treu wie ich nun mal bin, kram ich das dann immer wieder mal raus und komme dann meistens nicht über einen Psalm hinaus, weil ich die Erfahrung mache, die Franz angekündigt hat. Ich betrete da einen heiligen Raum, in dem sich mir Jesus in der Mitte zuspielt. Und ich also an mein inneres Geheimnis rankomme und an mein inneres Zuhause. Also dieses, wer mich liebt, das versuche ich ja dann, dem werde ich mich offenbaren. Und ich merke, das ist das, was mich im Moment sehr am Leben hält und mir hilft, im Leben lebendig zu bleiben. Also auch wenn das gemeinsame Leben eben nicht, es geht halt nicht, ne? Ich lebe nicht in, aber es geht doch über diesen Umweg. Danke. Nuldi, René. Ja, für mich war der ganze Psalm 51, Miserere, immer sehr bedeutsam, weil er irgendwie zu tun hat mit dem Namen eben Nuldi. Das ist ein Name, den ich von Chiara bekommen habe und da hat man mein ganzes Leben lang zu reflektieren, eben zu diesem Nichtsein vor Gott, aber dass wir eigentlich letztlich dann voll vor Gott sind
Und ja, und er durch unser Nichtsein, große Dinge tun will. Das war für mich immer sehr bedeutsam und ist immer noch dieser Psalm 51. Dankeschön, Nulli. Da moge ich mich mal ganz kurz mit hinein, weil genau derselbe Psalm mich sehr begleitet. Ich habe bei einem lieben Mitbruder, Ewald Natzi, der schon verstorben ist, mal Exerzitien gemacht und ging es um Psalm 51. Und ich mochte den nie beten. Freitags kommt er immer dran. Mittlerweile muss ich sagen, liebe ich ihn und besonders den einen halben Satz: Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. Das gibt mir so viel Kraft und ich fühle mich da so geliebt. Also, da geht mir richtig das Herz auf. Und dann haben wir jetzt den Fredi Müller. Der sieht Ja, immer hallo. gut aus. Ein Schritte, ist gut. Hallo, ich bin die Christiane und der Okay. Psalm 23, der begleitet mich schon seit vielen, vielen Jahren. Und zwar war ich schon schlimm krank und habe den an meinem Krankenbett schön stehen gehabt und habe den auch immer wieder gelesen. Und er bringt mir sehr viel, auch noch im heutigen Alter. Und ich kann ihn sogar singen. Und im Kirchenchor lernte ich das damals und es hat mir unheimlich viel gebracht. Und jedes Mal, wenn ich eine Kirche betrete, dann kommt der Psalm automatisch. Danke. Danke. Und zum Abschluss Wilfried. Also mich begleitet der Psalm 41, was nicht die Nummer jetzt, da heißt es: Was bist du betrübt, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, ich werde ihm noch danken. Und ich habe immer wieder mal in meinem Leben Zeiten tiefer Traurigkeit erlebt, auch Fragen, wie geht es weiter? Und dann habe ich eines Tages entdeckt, dass er mit seiner Seele sprechen kann. Das bist du betrübt, meine Seele. Und ich habe angefangen, mit ihr zu sprechen. Und ich durfte der Seele sagen, harre auf Gott. Und ich werde ihm noch danken. Und das ist für mich bis heute immer ganz wichtig, mit der eigenen Seele zu sprechen. Und die Psalmen sind wirklich ein Anlass, mit der Seele ins Gespräch zu kommen. Also du hast eben gesagt, Franz ist ein Lebensbuch. Also das habe ich bei diesem Psalm erleben dürfen. Da ich jetzt wieder das Wort habe, behalte ich jetzt auch gleich und möchte jetzt den Franz bitten, das vielleicht zusammenzufassen und dann zum letzten Teil überzugehen. Mikrofon öffnen. Das war jetzt so reich, ein richtiger Blumenstrauß, das kann man gar nicht zusammenfassen, man kann das nur bewundern und staunen und dankbar sein. Dankbar sein, was durch die Psalmen in uns lebt, was da Leben freigesetzt wird. Und ganz, ganz herzlichen Dank für das, was Sie, was ihr gesagt habt. Ganz, ganz fantastisch. Ich möchte jetzt noch einige Punkte ansprechen. Die Psalmen als Lobpreisungen, so heißen sie in der jüdischen Tradition, und dann die Psalmen Davids und die messianische Dimension der Psalmen etwas ansprechen. Und dann sehen wir uns noch, vielleicht noch einen Text etwas näher an. Also der Psalter als Lobpreis, so bezeichnet die jüdische Tradition die Psalmen Tehillim oder Sefer Tehillim, Buch der Lobpreisungen oder bei Martin Buber Preisungen. Das ist insofern überraschend, diese Bezeichnung ist insofern überraschend, als die meisten Psalmen ja gerade keine Loblieder sind. Im Gegenteil, der Psalter bringt überwiegend Klagen und Bittgebete, in denen Menschen ihre Not vor Gott bringen, in denen Menschen ihr verwundetes Leben Gott hinhalten. Gebete von Kranken, die um Heilung bitten, Menschen, die ungerecht verfolgt werden und die ihr Leben in Gefahr sehen. Oder der Psalm 42,6, den eben Wilfried zitiert hat: Was bist du betrübt, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Das betet ein Mensch, der Trost sucht und den inneren Frieden verloren hat. Oder aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, mein Herr, höre doch meine Stimme, lass deine Ohren achten auf mein lautes Flehen. Das ist der Schrei aus der Tiefe der Gottesferne im Psalm 130, Vers 1.
Und viele kennen das Gebet vom Neuen Testament her, das die Einsamkeit und die Verlassenheit so ganz abgründig formuliert. Eli, Eli, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Bleibst fern meiner Rettung, den Worten meines Schreiens. Das heißt, der größere Teil der Psalmen zeigt menschliches Leben als verwundetes, als gefährdetes Leben. Die Psalmisten wissen um die Lebensangst des Menschen, die Psalmisten wissen um unser zitterndes Herz und dass das zitternde Herz mit zum Menschen gehört. Auf der Folie jetzt weiter. Wenn die jüdische Tradition die Psalmen dennoch als Tehillim, als Lobpreisungen bezeichnet, dann verweist sie auf ein dahinterliegendes theologisches Programm. Denn für den biblischen Menschen ist der Lobpreis Lebensvollzug. Er ist grundlegend für menschliche Existenz. Leben und Loben gehören zusammen. Und wo der Lobpreis verstummt, da bricht der Tod ein. Die Toten loben dich nicht, betet der kranke König Hiskia und bittet um Genesung und handelt dabei sicherlich auch ein wenig auch mit Gott. In Jesaja 38, Vers 18 und 19. Und ähnlich der Beter und die Beterin vom Psalm 139, Vers 175. Meine Seele lebe, sodass sie dich lobe. Deine Entscheide sollen mir helfen. Also Leben und Loben, das gehört zusammen. Der Lobpreis ist ein elementares Merkmal menschlicher Existenz. Das Leben selbst hat die innere Bestimmung, zu einem Loblied zu werden. Ja, das Leben soll ein Loblied sein. Und wo das bedroht ist, reagiert der Mensch mit der Klage. Die Klage ist die Kehrseite des Lobes. Aber beide, Lob und Klage, sind ausgerichtet auf die Erfahrung der Gemeinschaft, der Einheit mit Gott und untereinander. Wo diese Gemeinschaft gegeben wird, wo Einheit erfahren wird, wird sie zum Lobpreis. Wo sie fehlt, wird sie zur Klage. Und ein klagendes Beten ist letztlich Ausdruck der Sehnsucht nach dem, was als schmerzlicher Verlust erlebt wird, nämlich die fehlende Einheit unter den Menschen und mit Gott. Zu diesem theologischen Programm des Psalters als Lobpreis schreibt der evangelische Alttestamentler Bernd Janowski, und den Text habe ich auf der nächsten Folie abgeschrieben, da schreibt Bernd Janowski, dass der Psalter trotz seiner zahlreichen Klagepsalmen ein ins Überdimensionale gesteigerter Lobpreis Gottes ist, hat seinen Anhalt darin, dass das Loben Gottes eine Grundform von Theologie und nach alttestamentlichem Verständnis sogar die Bestimmung des Menschen ist. Denn im Lobpreis Gottes, es kommt ein sehr interessanter Gesichtspunkt, denn im Lobpreis Gottes relativiert sich die Selbstmächtigkeit und Selbstverabsolutierung des Menschen und bringt zum Ausdruck, was der Kern der Gott-Mensch-Beziehung ist, die rettende Zuwendung des barmherzigen Gottes. Wunderbare Ausführungen von Bernd Janowski, evangelischer Kollege, der in Heidelberg Professor war, jetzt emeritiert ist. Damit Leben zum Lobpreis wird, ist es entscheidend, die unerlöste Welt, das eigene unerlöste Leben mit eingeschlossen, ins Gebet zu bringen. Dazu gehören für den Psalmisten auch Wut und Zorn, die Gefühle des Hasses und der Feindschaft, der Unsicherheit und der Angst. Diese Lebensäußerungen der Psalmen erschweren den Zugang zu ihnen und werden oft auch als typisch alttestamentlich abgewertet und beiseite geschoben und abgelehnt. Doch drückt sich gerade darin die Not von Menschen aus. Die Not, die sie vor Gott ins Gebet bringen, um mit seiner Hilfe, mit Gottes Hilfe, durch die Angst, durch die Wunde hindurch zu ihm, zum Lebendigen zu finden. Denn was verdrängt oder außen vorgehalten wird,
Das kann auch nicht geheilt werden. Was hingegen in vertrauendem Gebet Gott übereignet wird, und dazu gehören auch die ungeordneten Gefühle und Kräfte im eigenen Leben, was Gott übereignet wird, das kann sich in seiner Gegenwart lichten und lösen. Dass das Leben der Beterinnen und Beter transparent, durchlässig wird, auf Gott hin und von ihm her und wieder auf ihn hin, das will das Beten der Psalmen bewirken. Dieser Transformationsprozess von der Klage hin zum Lobpreis bezieht sich im Psalter als Ganzen, aber auch in einzelnen seiner Gebete, wie wir später noch kurz am Psalm 13 ansehen werden. Es ist interessant, Sie sehen auf der Folie, dass bereits zur Klage, zum Klagepsalm, am Ende der Klage immer auch der Lob und der Dank erwähnt ist. Oder auch die Doxologien am Ende der fünf Psalmenbücher, die wir kurz eingangs angesehen haben, unterstreichen diese Dynamik. Dein Leben, trotz allem, was dem widersprechen mag, dein Leben hat die Berufung, hinzuwachsen zum großen Lobpreis, dass es transparent wird auf Gott hin. Und auf der nächste Text auf der Folie betont, verweist dann noch einmal auf das Schlusshallel, das durch das zehnfache Halleluja zum Ausdruck bringt, unüberhörbar zum Ausdruck bringt. Dein Leben hat die Berufung, zu einem großen Lobpreis zu werden. Aber deshalb ist es wichtig, das ins Gebet zu bringen und zu benennen, was der Stoff des Lebens ist. So viel zum Psalter als Lobpreis. Jetzt zu den Psalmen David und zur messianischen Dimension. Zunächst hier ein Bild von König David, ein wunderbares Mosaik, ja, aus dem Mosaikfußboden der Synagoge von Gaza, diese Gegend, die jetzt von unsäglichem Leid heimgesucht wird. Danke, Wilfried, dass wir zu Beginn einfach auch diese Not präsent gemacht haben. Es ist ein David auf der Harfe. Über der Harfe sieht man auch die Inschrift David im Hebräischen. Und er spielt die Leier David, dem die Psalmen zugeschrieben werden im Laufe der Zeit. Und damit zusammen hängt auch die messianische Hoffnung, die in den Psalmen mit enthalten ist. Nächste Folie, die Psalmen Davids und ihre messianischen Hoffnungen. Die Bezeichnung Psalm geht über das lateinische Wort Psalmus auf den griechischen Ausdruck Psalmos zurück. Der taucht auch im Neuen Testament mehrfach auf. Das dem zugrunde liegenden griechischen Verb Psalein, das bedeutet die Saiten zupfen, die Saiten spielen, aus diesem griechischen Verb ist dann das Substantiv Psalmos gebildet worden, das Saitenspiel. Und dieses Wort Psalmos, Saitenspiel, übersetzt das hebräische Wort Mismor, Mismor. Insgesamt 25 Mal, 35 Mal kommt dieser Ausdruck Mismor in den Psalmenüberschriften vor. Er bedeutet so viel wie ein kantilierender Sprechgesang. Das heißt, diese Bezeichnung Mismor, Psalmos, verweist auf die Aufführung, auf den musikalischen Vortragsstil. Darauf wird sicher Bezug genommen, aber eben nicht nur deshalb, weil die Samuelbücher uns David als Person vor Augen stellen, der durch seine Musik zum Beispiel Saul aufheitert. Also die therapeutische Funktion der Psalmen kommt da zum Ausdruck. Darauf ist noch einzugehen. Die zweite Bezeichnung Psalter, auch über das latinisierte Wort Psalterium, geht es zurück auf das griechische Psalterion. Das ist wieder die Übersetzung eines hebräischen Wortes Nevel, die Standleier. Und auch hier lässt sich zunächst auf den musikalischen Vortrag der Psalmen schließen, aber auch dieser Ausdruck, die Standleier, dürfte zurückgreifen auf die Überlieferung in den Geschichtsbüchern, die uns David als Leierspieler vor Augen stellen. Eine Handschrift aus dem 5. Jahrhundert nach Christus gebraucht den Ausdruck Psalterium, Psalter, als Überschrift über das gesamte Psalmenbuch. Also Psalter meint dann den gesamten Psalter und Psalm dann die einzelnen Texte, die einzelnen Psalmen in ihm. Nächste Folie.
In 73 Psalmen des hebräischen Alten Testaments und in 83 Psalmen des jüngeren griechischen Alten Testaments, der Septuaginta, das heißt, steht die Überschrift Ludavid. Ludavid von David oder für David. Von David würde auf den Verfasser hinweisen oder für David die Zuweisung zu einer Sammlung, etwa zu den Davidspsalmen. Diese Überschriften wurden sicher später angefügt, die wurden später ergänzt. Dass David auch selber Psalmen verfasst hat, lässt sich historisch weder begründen noch widerlegen. Das muss man offen lassen. Sicherlich ist so, dass im Laufe der Entwicklung immer mehr Psalmen David zugewiesen werden. Es ist auffällig, dass David in den Geschichtsbüchern, vor allem in den Samuelbüchern, als Sänger, als Harfen- und Saitenspieler vorgestellt wird. Nach diesen Erzählungen vertreibt er die dunklen und depressiven Gedanken Sauls in 1 Samuel 16. Saul, der dennoch in seiner Aggressivität den Speer nach David schleudert in 1 Samuel 18. Davids Musik kommt somit eine heilende, eine therapeutische Funktion zu. Und das kann man generell auch von den Psalmen sagen. Beim Tod Sauls und seines Sohnes Jonathan, mit dem David besonders befreundet war, im Kampf gegen die Philister, stimmt David ein Klagelied an, 2 Samuel 1. Und am Ende seines eigenen Lebens singt er in seinen letzten Worten ein Danklied für die Wohltaten, die Gott ihm auf seinem Lebensweg erwiesen hat, in 2 Samuel 23. Das heißt, mit seinen Gesängen, so die erzählende Literatur Israels, mit seinen Gesängen deutet David Ereignisse seines eigenen Lebens und der Geschichte des Gottesvolkes Israel. Diese Erzählungen haben mit Sicherheit dazu beigetragen, dass im Laufe der Zeit immer mehr Psalmen David zugeschrieben worden sind. Nächste Folie. In 13 Psalmen ist die Angabe Ludavid von David oder für David durch weitere Hinweise aus dem Leben Davids ergänzt. Dabei greifen die Verfasser auf Begebenheiten im Leben Davids zurück. Die Psalmenüberschriften präsentieren uns David so als Beter par excellence. Auf allen seinen Lebenswegen, bei Erfolg wie Misserfolg, vertraut David sein Leben Gott an. Zum Beispiel im Psalm 57, ein Lied Davids, als er vor Saul in die Höhe floh. Diese Überschrift in Psalm 57, David auf der Flucht, David als der Verfolgte. Im Psalm 63, ebenfalls auf der Flucht vor Saul, irrt David durch die Wüste auf der Suche nach einem Versteck. Und die Überschrift sagt, ein Psalm Davids, als er in der Wüste war. Und diese Überschrift, das Wüstenmotiv, die trockene Wüste, die selber nach Wasser dürstet, wird zum Bild für die eigene Seele, in der die Sehnsucht aufbricht. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. So im Psalm 63, Vers 2. Und später, König geworden, kann David dem Missbrauch der Macht nicht widerstehen. Er bricht ein in die Ehe von Bathseba und lässt deren Mann Uriah heimtückisch ermorden im Krieg. Er erkennt seine Schuld und bringt sein schweres Versagen im Bußgebet und in der Bitte um eine Herzenserneuerung vor Gott. Das ist der bekannte Psalm 51, Miserere, der eben schon ein paar Mal auch erwähnt worden ist. Die Psalmen werden so auf bestimmte Stationen im Leben Davids bezogen. Sie werden zu Gebeten auf den Wegen Davids. Erfahrungen von Verfolgung und Bedrängnis, von Erfolg und schwerer Schuld gibt David Gott anheim. Und so wird David im Laufe der Generation zum Vorbild der Psalmenbeter. Zum Vorbild nicht, weil er moralisch so lauter und schuldlos gewesen wäre. Zum Vorbild deshalb, weil er alles, was auch immer geschehen ist, Gott anheimgibt. Was auch immer geschehen mag,
Es gilt, sein Leben Vertrauen in die Hände Gottes zu leben, damit aus dem Gottvertrauen heraus sich neue Wege öffnen. Nächste Folie. In der Krise des babylonischen Exils im 6. Jahrhundert vor Christus bricht auch aufgrund des Scheiterns der Könige Israels, die weitgehend versagt haben, in dieser Zeit des Exils bricht eine neue Sehnsucht auf. Die Sehnsucht, Gott möge seinem Volk einen König, und der König ist der Gesalbte, der König wird gesalbt. Und Salben heißt Maschach, Messias kommt davon. Die Sehnsucht, Gott möge seinem Volk einen König nach dem Herzen Gottes schenken. Einen König, der Recht und Gerechtigkeit und den Frieden verwirklichen würde. Einen neuen David, einen aus dem Hause David. Hier habe ich nun bedeutende Texte aus den Prophetenbüchern hingeschrieben. Jeremia 23, Ezechiel, mehrere Texte auch aus Jesaja, die Lesung, die in der Weihnacht vorgetragen wird. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Diese Texte würden hierher gehören. Bedeutsame Texte aus den Prophetenbüchern und den Psalmen sprechen von dieser messianischen Hoffnung. Und wenn nun die neutestamentlichen Schriften Jesus als den Sohn Davids bezeichnen, dann wird mit dieser Bezeichnung Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, dann wird mit dieser Bezeichnung die alttestamentlich-messianische Hoffnung geweckt und vor Augen gestellt. Nächste Folie. Die jüdischen Brüder und Schwestern wissen sich beim Beten der Psalmen mit David verbunden und mit der Sehnsucht nach dem neuen David. Er begleitet sie als Hoffnungsgestalt mit seinen Psalmen, bis das messianische Reich anbricht, der Gerechtigkeit und des Friedens, in dessen Erwartung das jüdische Volk bis heute lebt. Nächste Folie. Die Christen wissen sich an der Seite des Psalmenbeters Jesus. Sie beten die Psalmen mit ihm, dem Sohne Davids. Und wem es geschenkt ist, in Jesus von Nazareth, dem Sohn Davids, nicht nur den Sohn Davids zu sehen, sondern die lichtvolle Gegenwart des Gottessohnes zu erkennen und ihr glaubend anzuhangen, der geht und wächst mit Christus, dem Psalmenbeter, dem Lebensraum entgegen, der sich im Geist des Auferstandenen beziehungsreich öffnet und der ihn hoffend und lobpreisend rufen lässt, Abba, lieber Vater. Dazu habe ich jetzt eigens, weil das mir so kostbar ist, mit Jesus, dem Psalmenbeter, unterwegs zu sein, diese bekannte Ikone eingespielt, unterwegs mit Jesus, dem Psalmenbeter, die sich im Louvre findet, aus dem 5. Jahrhundert, Christus und der heilige Menas und Christus, der die heilige Schrift in der Hand hat, der legt seine Hand über ab Menas, als sollte er sagen, komm, komm, wir gehen gemeinsam, musst du auch wandern in finsterer Schlucht, ich bin bei dir, ich bin mit dir unterwegs. Ich möchte, wenn es noch möglich ist, abschließend noch ganz kurz etwas sagen zu zwei konkreten Texten, Psalm 13 und Psalm 150. Fünftens, das Klagegebet und seine therapeutische Kraft. Ich glaube, das kann man sehr schön aufzeigen anhand von Psalm 13. Dieser Psalm ist ein typischer Klagenpsalm. An ihm lässt sich beispielhaft der Gebetsweg aufzeigen, der zu den Klagepsalmen, zu dem die Klagepsalmen die Beterinnen und Beter einladen. Leider ist das in der kirchlichen Praxis bei uns die Kraft des Klagegebetes außer dem Blick geraten. Ich denke, das wäre neu zu entdecken. Die Überschrift für den Chormeister Mismorl David, ein Psalm Davids, und dann der Text: Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Gesicht vor mir? Wie lange noch muss ich Sorgen tragen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen Tag für Tag? Wie lange noch darf mein Feind sich über mich erheben? Blick doch her, gib mir Antwort, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, damit ich nicht im Tod entschlafe.
damit mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, damit meine Gegner nicht jubeln, weil ich wanke. Ich aber habe auf deine Güte vertraut. Mein Herz soll über deine Hilfe jubeln. Singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat. Ein Klagepsalm, der in eine Not hineinspricht und aus einer Not heraus formuliert ist. Welche Not auch immer die Beterin und Beter bedrängt, sie wenden sich mit ihrer Not und in ihrer Not an den Gott ihres Lebens. Selbst wenn dieser sein Gesicht verborgen hat und als abwesend erfahren wird, so bleibt er dennoch trotz seiner Verborgenheit das große Du ihres Lebens. Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Das heißt, Ausgangspunkt des Klagegebetes ist, Gott als das Du des Lebens anzusprechen. Auch wenn dieses Du abwesend scheint, auch wenn dieses Du ferne sein. Also die Anrede an Gott. Zweiter Schritt, der Not einen Namen geben, der Not ein Gesicht geben. Das ist ganz wesentlich. Der Psalmist benennt hier drei Dimensionen der Not. Die Grundnot besteht in der Gottferne. Wie lange noch, Herr, vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Gesicht vor mir? So der Vers 2. Zugleich ist das eigene Innere, die Seelenlandschaft des Beters erschüttert. Wie lange noch muss ich Sorgen tragen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen, Tag für Tag? So 3a. Und schließlich wird auch das soziale Umfeld als feindselig erfahren. Wie lange noch darf mein Feind sich über mich erheben? 3b. Damit sind die Grunddimensionen menschlicher Existenz benannt. Die Grunddimensionen menschlicher Existenz sind hier von der Not beschädigt oder in Mitleidenschaft gezogen. Der Gottesbezug, er wird als abwesend erfahren, der Bezug zu sich selber, der eigene Unfrieden im Innern und ist das soziale Umfeld. Die Gesichter der Not nicht zu verdrängen, sondern sie aufmerksam wahrzunehmen, ihnen einen Namen, ein Gesicht geben, das ist ganz entscheidend für den Weg des Beters und der Beterin heraus aus der Not. Die Dinge beim Namen nennen. Auch für den therapeutischen Prozess ganz entscheidend, ganz wesentlich. In einem dritten Schritt wird das Gebet zur Bitte, zur leidenschaftlichen Bitte um Rettung und Befreiung. Diese Bitte schließt die Bereitschaft mit ein, sich auch selbst zu ändern, wo es nötig ist. Das unterscheidet ja das biblische Klagen vom weit verbreiteten selbstbezogenen Jammern. Sagen Sie einmal jemand, der jammert, der soll sein Leben ändern, dann hört er lieber zu jammern auf. Wie zuvor schon die Klage, so benennt auch die Bitte die verschiedenen Dimensionen des Leids, beginnend mit der Grundnot der Gottferne. Blick doch her, gib mir Antwort, Herr, mein Gott. Das heißt, die verloren gegangene Gottesnähe soll erfahrbar werden als personales Gegenüber, dessen heilender Blick und dessen lebendiges Wort den Beter, die Beterin neu zu sich führt. Der Psalmist kleidet diese Bitte um innere Erneuerung in die bildhaften Worte: Erleuchte meine Augen, damit ich nicht im Tod entschlafe. Leuchtende Augen sind in der biblischen Anthropologie ein Zeichen innerer Gesundheit, ein Zeichen von Lebensfreude. Matte Augen hingegen sprechen von inneren Sorgen und Nöten, vom verlorenen Lebensmut. Also die innere, zunächst der Gottesbezug, dann durch die Erfahrung der Gottnähe die innere Erneuerung und schließlich die dritte Dimension der Not, die kommt in der Bitte wieder zur Sprache in Vers 5, damit mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, damit meine Gegner nicht jubeln, weil ich wanke. Getragen von der Freundschaft, von der Beziehung zu Gott und innerlich gestärkt und aufgerichtet, können die Beterinnen und Beter auch den Anfeindungen widerstehen.
Nicht die Macht der Widersacher, sondern die Lebenskraft Gottes soll sich in seiner Schwäche durchsetzen, so die Bitte des Psalmisten. Und schließlich ein weiterer wesentlicher Schritt des Gebetsweges der Psalmen, der besteht darin, die Kraft des Vertrauens zu mobilisieren. Das ist sehr knapp ausgedrückt im Vers 6a: Ich aber habe auf deine Güte vertraut. Es ist kurz und prägnant formuliert. Das heißt, nicht die siegesgewissen Gegner oder die zahlreichen Widerstände im Leben sind der entscheidende Bezugspunkt, sondern der Gott seines Lebens, dem er vertraut. Die Kraft des Vertrauens wurzelt ganz tief drinnen im Innern des Menschen. Tief drinnen, wo auch die Wunde schmerzt, und noch tiefer als die Wunde wohnt das Vertrauen, die Kraft des Vertrauens, das Vertrauen, das aus der geschöpflichen Gottbezogenheit des Menschen kommt. Der Psalm 22 im Vers 11 drückt das so aus: Von Geburt an bin ich geworfen auf dich, von Mutterleib an bist du mein Gott. Das heißt, die Kraft des Vertrauens wurzelt in der Geschöpflichkeit des Menschen von allem Anfang an. In dieser geschöpflichen Verwiesenheit auf Gott von Anfang an liegt die Wurzel des Gottvertrauens. Die Pflanze des Vertrauens wächst aber nicht an der Wunde vorbei, sondern die Pflanze des Vertrauens wächst durch die Wunde hindurch. Die Kraft des Vertrauens zu mobilisieren gehört notwendig mit zum therapeutischen Weg des Klagegebetes. Und schließlich, als fünfter und letzter Schritt, stehen am Ende des Klagegebetes, des Klageweges, Dank und Lobpreis. Im Vers 6b ist das breit entfaltet: Mein Herz soll über deine Hilfe jubeln, singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat. Lob und Dank am Ende selbst eines Klagegebetes sind überraschend, lebt der Beter und die Beterin doch mitten in der Not. Und doch ist dieser Ausblick über die Not hinaus entscheidend. Das hebräische Wort für Not, Zar, bedeutet nämlich zugleich Enge. Zar, es wird ganz eng. Das heißt, die Notsituation, das Leiden hat die Tendenz, den Blick zu verengen. Das Leiden kann dazu führen, dass der Blick und die Aufmerksamkeit auf die Not hin fixiert werden. Er lässt nur noch die Not sehen. Es ist, als wäre die Not alles. Aber wenn die Not alles ist, dann wird sie zum Gefängnis und sie erwürgt jede Perspektive. Demgegenüber hält der Gebetsweg der Klage ganz bewusst das Wissen lebendig: Die Not ist nicht alles. Und das ist wichtig, um aufbrechen zu können, um den Gebetsweg aus der Not heraus zu wagen, getragen vom Vertrauen auf den Herrn. Hier nochmal ganz knapp diese wichtigen Schritte des Gebetsweges: Erstens die Anrede Gottes, zweitens der Not einen Namen, der Not ein Gesicht geben. Drittens die Bitte um Hilfe und Rettung mit der Bereitschaft, den eigenen Teil zu tun, die eigenen Schritte zu tun. Viertens die Kraft des Vertrauens mobilisieren, das tief in uns wurzelt, das da ist, aber das geweckt werden will. Und fünftens im Dank und im Lobpreis die heilvolle Zukunft und den Sieg Gottes vertrauend vorwegnehmen. Biblisches Beten, Beten mit den Psalmen, lässt so das gesamte Leben mit den Licht- und Schattenseiten in den Blick kommen und bringt dieses ganze Leben mit den Licht- und Schattenseiten vor Gott. Es stärkt unsere Gottverbundenheit und trägt gleichzeitig dazu bei, unser Menschsein zu entfalten, weil nichts verdrängt, weil alles hineingegeben wird in die Beziehung. Und damit komme ich zum schnell zum Finale. Sechstens, alles, was atmet, lobe den Herrn, Psalm 150,
als das große Finale des Psalters. Dass alles Leben zum Lobpreis wird, ich sagte es bereits, das ist das Ziel des Psalmengebetes. Gerade deshalb legen die Psalmisten aber großen Wert darauf, die zahlreichen Störungen nicht zu bagatellisieren. Also Lobpreis meint nicht zensieren oder harmonisieren. Nein, die Störungen werden benannt, sie werden betend bearbeitet. So kann das Leben transparent werden auf Gott hin und von Gott her. Dieser Lebensrhythmus von Gott her und auf ihn hin, dieser Lebensrhythmus soll die Beterinnen und Beter in Verschwingung versetzen und die Menschen und ganze Völker erfassen. Die Psalmen des Schlusshallel 146 bis 150 laden deshalb zum großen Lobpreis ein, der nicht nur Israel und nicht nur die Völker, sondern die gesamte Schöpfung mit einbezieht. So auch der dem Psalter abschließende Psalm 150: Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste, lobt ihn wegen seiner machtvollen Taten, lobt ihn nach der Fülle seiner Macht, lobt ihn mit dem Schall des Widerhorns, lobt ihn mit Harfe und Leier, lobt ihn mit Trommel und Reigentanz, lobt ihn mit Saiten und Flöte, lobt ihn mit tönenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimbeln. Und diesen letzten Satz muss er fast hebräisch sagen. Kol ha-nushamato halleluja. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Der mit Halleluja gerahmte Schlusspsalm fordert zehnfach zum Lobpreis Gottes auf. Das göttliche Heiligtum ist hier nicht länger der Tempel von Jerusalem, sondern es ist die himmlische Wohnstadt Gottes. Gott als der Herr der gesamten Schöpfung ist im Blick. Er, der die gesamte Schöpfung am Leben erhält. Die Instrumente werden gestimmt in diesem Psalm und der dem Psalter abschließende Vers 6 fordert dazu auf: Alles, was atmet, lobe den Herrn. Also nicht nur die einzelnen Beterinnen und Beter und deren Sorgen, nicht nur Israel und die Völker, sondern die gesamte Menschheit, ja, die gesamte Schöpfung wird in den Lobpreis Gottes mit einbezogen. Dass dieser kosmische Lobpreis, der diese gesamte Schöpfung als Schicksalsgemeinschaft vor Gott wahrnimmt, dass dieser kosmische Lobpreis den Menschen zugleich in die Verantwortung nimmt, das vom Schöpfer empfangene Leben zu hüten und zu bewahren und zu gestalten. Das lässt die empfangene Gabe zugleich auch zur Aufgabe werden. Und jetzt bitte ich nochmal die nächste Folie zu zeigen, nämlich unterwegs mit den Psalmen betet Jesus zur Erneuerung der gesamten Schöpfung, die er neu machen wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lieber Franz, du hast meine Seele in Schwingung gebracht. Ich glaube, das kann man für viele von uns hier sagen. Und auch wenn wir jetzt die Zeit scheinbar überschritten haben, wir sind in der Zeit stehen geblieben. Ich hatte das Gefühl, wir stehen einfach in diesem Augenblick, in diesem Gebet und der ungeheure Wert der Psalmen, dass die 3000 Jahre steckten da drin und unser Leben heute und der ganze Christus ist da drin, die ganze Gottesgeschichte, möchte dir einfach herzlich danken für dieses Ereignis, das wir gerade mit dir erleben durften. Und deswegen müssen wir das eigentlich so stehen lassen und mitnehmen. Ich freue mich auch, dass es ja aufgezeichnet wurde. Man kann es ja später auf der Seite von Klaus Semmler Forum noch hören. Das ist also also ich würde fast sagen, wir haben einen Gottesdienst erlebt, in einer ganz neuen Form. Und das ergreift mich einfach. Ich denke, dass gerade auch im Psalm 13, den ich bisher ungern gebetet habe, ehrlich, der ist mir jetzt sehr nahe gekommen. Vielleicht macht noch einer oder auch Fragen. Ich denke, dass Bernd auch an die Zeit denken wird, aber ich glaube, da ist was passiert.
Soweit Ja, sind der meine Patrick Lübcke, Gedanken. der sich meldet, mal eben noch zu Wort kommen lassen. Und auch die Auswertung sollten wir ja auch noch tun. Aber Unbedingt, Bernd. Norbert. Ich danke herzlich für die tollen Ausführungen. Ich war schon bei vielen Foren dabei. Ihr Vortrag und die Art und Weise, wie Sie das gemacht haben, gehört zu den Top 3. Und deshalb meine Idee, Sie haben gesagt, es gibt 5 Psalmen, Bücher, die zusammengefügt wurden mit dem Rahmen. Das war jetzt Ihre erste Veranstaltung zu den Psalmen. Da sind noch 4 übrig. Andersrum gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich Sie wieder sehen und hören könnte. Dankeschön. Dankeschön, Norbert. Das ist wunderbar. Du sprichst, glaube ich, vielen aus der Seele. Ich sage nochmal weiter aus dem Chat von Vera. Vielen herzlichen Dank für die wunderbare Erschließung der Psalmen. Herzlichen Dank für diesen wertvollen Abend, Barbara Volkert. Also, das ist, war wirklich, ich kann es nur bestätigen, ein Gottesdienst. Und ja, den Auftrag brauche ich nicht wiederholen. Norbert hat sich etwas gewünscht, auch wenn nicht Weihnachten ist, aber ich bin mir sicher, Franz, dass du da auch nochmal einen Augenblick Zeit für in den nächsten Monaten erübrigen wirst. Gebe zwischendrin nochmal ein Echo aus dem Chat weiter von Volkmar, dem Superintendenten. Herzlichen Dank, das war ein faszinierender Abend. Ich habe viel gelernt und es war dennoch wie ein wunderbarer Gottesdienst. Danke. Und Maria aus Lübeck, ich habe etwas mehr Zugang zu den Psalmen bekommen. Danke. Musst du daran denken, Franz, eigentlich müsste man das Video dieses Abends in der Priesterausbildung den Seminaristen zur Verfügung stellen, bevor sie anfangen, das Brevier zu beten, damit sie es wirklich auch ja, von innen heraus beten können. Von daher, ja, war das schon genial. Roland Hofbauer schreibt Danke. Und nochmal von Norbert aus Hannover. Und warum wird nicht mehr zu den Psalmen gepredigt in den Gottesdiensten? Ja, oben der Daumen von Franz. Es sind ja doch eine ganze Reihe Priester oder Pasteure hier in der Runde. Und ja, die Botschaft, glaube ich, haben Sie gehört jetzt alle. Warum wird nicht mehr zum Psalmen gepredigt? Und ich finde, das Schöne ist, wenn ich die ganzen Leute jetzt so betrachte, die hier sind, dass, würde ich mal sagen, das Volk Gottes als Ganzes vertreten ist. Sowohl in ökumenischer Hinsicht, wie wenn man noch den Unterschied Laie und Priester überhaupt gebrauchen darf. Also es sind irgendwie alle zusammen hier und die Psalmen führen uns zusammen. Das spielt auch keine Rolle, wer man ist. Man tritt da einfach ein. Dafür möchte ich dem Franz einfach danken, dass du das mit uns so gemacht hast. Vielen, vielen Dank. Es war für mich auch sehr, sehr kostbar. Es war ganz eine große Aufmerksamkeit. Man hat es gespürt. Und die Zeugnisse waren ganz stark. Also diese persönlichen Zeugnisse, also das ist, da kommt ganz viel zurück. Da merkt man aber wirklich, es ist ein Lebensbuch. Diese Worte gehören rein ins Leben. Und im Leben zeigen sie die Kraft.